Ja, wir sind beim 12. Kulturinvestkongress hier im Foyer jetzt des Nikolai-Saals und können die Gelegenheit nutzen, mit Dr. Christian Ehler noch ein bisschen das Gespräch zu vertiefen. Es wird sich nicht um das Panel im eigentlichen Sinne handeln, sondern ein bisschen breiter aufgestellt sein, das Gespräch, so wir die Gelegenheit haben. Zunächst mal würde ich Sie gerne fragen, Sie waren ja bis 2004 Wirtschafts- und Technologiepolitischer Sprecher hier im Brandenburgischen Landtag. Wie weit ist es eigentlich, wie weit ist der Weg von Wirtschaft, Technologie hin zur partizipativen Kultur? Bei mir biografisch nicht so weit, weil ich schlicht und einfach aus einer Theaterfamilie stamme. Mein Vater war ein relativ bekannter Theaterautor. Ja. Und ich habe als Kind noch im Molière'schen Sinne erlebt, dass mein Vater im Theater anrief und sagte, wenn die Vorstellung voll war, dann gingen wir zum Abendessen. Und wenn die Vorstellung leer war, dann eben nicht. Insofern habe ich sozusagen schon in meiner Biografie da so ein Stück weit die Brücke zwischen den beiden Themen. Ja, aber dennoch hat man oft... Nun nicht bei diesem Kulturinvestkongress, da ist man sich ohnehin näher und da weiß die Kultur schon sehr wohl, inwieweit also enge Beziehungen zur Wirtschaft, aber eben auch kritische Beziehungen zur Wirtschaft von Bedeutung sind. Aber im politischen Alltag, wie empfinden Sie das? Wie nah ist man sich dabei, gerade wenn wir über Nachhaltigkeit oder über Transformation, über Digitalisierung sprechen? Ich glaube, in den letzten 5 Jahren, zumindest auf europäischer Ebene, haben wir im Parlament genau diese Diskussion angefangen. Es gibt zum ersten Mal eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Kulturausschuss und dem Industrieausschuss. So zwei Ausschüsse, die vorher sich also eher mit Ratlosigkeit betrachtet haben. Und auf europäischer Ebene haben wir einfach beide Dinge getan. Es gibt ja sozusagen die vom Parlament initiierte Vorstellung dafür, dass es so eine Art wirtschaftliches, ein industriepolitisches Konzept für die Kreativindustrie in Europa geben muss. Wir verhandeln gerade um Milliarden buchstäblich für dieses Programm. Und es gibt aber umgekehrt auch ein tieferes Verständnis dafür, dass wenn wir jetzt über Forschung, über industrielle Entwicklung, über transformatorische Prozesse sprechen, dass sozusagen eben all dies sozusagen ohne so einen Transmissionsriemen, nämlich der Kultur, nicht funktionieren wird. Ich glaube, selbst in der Industrie ist man sich darüber im Klaren, also auch in der Automobilindustrie zum Beispiel im Klaren, dass man in 10 Jahren, wenn man mit den Konsumenten über neue Produkte reden will, über das Thema Nachhaltigkeit reden muss, dann wird man auch über Ästhetik, neue Attraktivität und solche Dinge reden müssen. Und das spielt in der Industrie eine große Rolle und umgekehrt sozusagen im kulturellen Bereich ist man sich auch darüber im Klaren, dass man aus diesem, sagen wir manchmal auch Silo der Kulturpolitik raus muss und sich einfach weiter und selbstbewusster aufstellen. Professor Schellnhuber hat gestern hier gesagt, also Nachhaltigkeit braucht eine Story. Nachhaltigkeit kann man den Leuten nicht, ich sage es jetzt mit meinen Worten, einimpfen oder sagen, wir verbieten euch dies und jenes und wir machen Nachhaltigkeit, indem wir sparen, indem wir weniger Müll produzieren. Wir müssen die Story erzählen. Die Story muss Platz greifen. Die Story muss die Leute anzünden, da mitmachen zu wollen. Was ist Ihre Story? Na, meine Story ist schlicht und einfach, dass wir gelernt haben in der digitalen Revolution. Ja, wir haben ja gedacht, das ist jetzt eine technische Geschichte, es sind Algorithmen und so weiter. Die wenigsten Leute kennen Algorithmen. Warum ist Google attraktiv? Warum ist Apple attraktiv? Warum diese Firmen attraktiv? Sie sind attraktiv wegen ihrem Design, wegen der Oberflächen, wegen der taktilen Art, wie Menschen und Kinder vollkommen selbstverständlich mit diesem Medium umgehen. Ja, kein Mensch, wenn man ganz ehrlich ist, der heute diese Produkte benutzt, ist ein Fan von Algorithmen, sondern wir sind sozusagen taktil, wir sind haptisch, wir schauen mit den Augen, solche Dinge gewinnen sozusagen über die Sensibilität Attraktivität. Und insofern glaube ich, dass die digitale Revolution, wie wir sie gesehen haben, auch schon ein Stück weit der Blueprint ist für das, was wir jetzt bei dem Thema der nachhaltigen Revolution brauchen. Wir brauchen eine Attraktivität für Menschen. Wir brauchen nicht Angst als Argument. Wir brauchen nicht Regulierung als Argument, sondern wir brauchen einfach eine gesellschaftliche Sexiness für das Thema. Ja, das ist ja das, was die Grünen von sich behaupten, wenn ich Herrn Habeck mal folge, der gestern so aufgetreten ist, aber auch die Befürchtung, die gerade mit den Grünen, Bündnis 90 Grün verknüpft wird, wenn die mehr Macht bekommen, dann sind die, die mehr regulieren, mehr noch regulieren, als möglicherweise im Moment die Linken regulieren würden. Ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt. Deshalb frage ich nochmal, was könnte, also bei der Digitalisierung verstehe ich, was Sie meinen, was könnte die grüne Story sein? Welche Haptik, welche Sexiness könnte denn das mit sich bringen? Ich glaube, das ist ein Lebensgefühl, was mit
Produkten zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach die auch technische Transformation dessen, was wir können. Ich will mal ein Beispiel geben in der sogenannten weißen Biotechnologie. Wenn wir eine nächste Generation von Texturen haben, die so programmiert sind, dass sie heute rot sein können, in 14 Tagen blau und in 8 Wochen sich auflösen. Das heißt also, alles, was wir sozusagen, wenn wir diese Plastikdiskussion führen, ja, wo wir einfach Textilien haben, Kunststoffe haben, die wir noch 4000 Jahre in unveränderter Form haben werden, dann ist natürlich die Frage sozusagen, wenn man sagen will, also jetzt tragen wir nur noch Jute, jetzt tragen wir nur noch sozusagen, im Grunde genommen, vorhin wurde mal von den Apfelblattschuhen gesprochen und so weiter. Das ist nicht das, was junge Leute auf Dauer bei der Stange hält, sondern wenn die Produkte attraktiv sind und dabei noch nachhaltig sind, dann werden wir sehen sozusagen, dass das ein Grundgefühl in der Bevölkerung anspricht und dass das so eine Attraktivität gewinnt. Also wenn man sagt, Baumwolle wird in 10 Jahren nicht mehr Grundlage unserer Bekleidung sein können, weil das einfach zu viel Wasser verbraucht, dann muss man sagen, ja, wir wollen das ersetzen, aber nicht ersetzen mit irgendwas, was sozusagen wie so ein Nesselgewand ist, unter dem man sich duckt, unter der Angst, dass man es anhat, weil sonst es kein Wasser mehr gibt, sondern es müssen eben Dinge sein, die attraktiv sein. Und das können wir technisch. Darüber diskutieren wir im Moment. Also ganz kurz zum Schluss in einem Wort. Das heißt also, Ihr Begriff von Nachhaltigkeit ist eher technologiegetrieben, denn ethisch getrieben? Ich glaube, beides muss sich verbinden. Also Ethik und Technologie kann und muss sich verbinden. Ich danke Ihnen, Dr. Christian Ehler. Und wir gehen wieder ab ins große Forum im Nikolaisaal. Vielen Dank.